Ich will kurz ein bisschen betrachten, wo wir den 9. und 10. Kapitel, das letzte Mal, da sagen wir, dass Israel und ja Gott seine freie Gnadenwahl stünd, also sie können sich wählen. Und wo Paulus ein deutliches Verlangen hat, dass Israel gerettet wird. Er sieht eine Traurigkeit, er hat Weide und er hat das ohne Not zu beten, weil am Lacht hat so umhört, dass Israel wird gerne zum Glauben kommen. Dann sagen wir auch in dem 10. Kapitel, wo er anfangen wird, sagt er, Brüder, meinen Hort, der Wunsch von dem Hort ist, in sein Flehe zu Gott, dass Israel gerettet wird. Er hat sein Deipet anlegen, dass seine Geschwister können diesen Herrn Jesus anlehren. Nun ist meine Frage von dir und uns, lebst du auch mit dieser Einstellung? Lebe ich und du mit dieser Einstellung? Mein geratster Wunsch ist, dass meine Menschen über Jesus anlehren. Nicht bloß meine Nieten, sondern auch in der ganzen Umgebung, wie ich sie, wem immer ich begehe, drehe wir diesen Wunsch an uns fort mit, dass die Menschen gerne Jesus gerne lehren. Dann ab und eng sieht er dann zu Israel, sagt er über den ganzen Tag hat meine Hände ausgestreut nur ein Volk, das angehorsam ist in jenen an. Nun möcht wie ausschlüsse da in den 10. Kapitel, wo Gott stehen bleibt mit seinen offenen Armen. Und das Gott ist von der Kreuz der Selja. Er steht immer noch durch mit seinen offenen Armen. Für jeden einer, wenn er jeden Arm ist. Und er sagt, ich lüge. Ab dem Moment, wo du wirst sagen, ich nehme dich an. Mit dieser Einstellung werden wir von der auch in dem 11. Kapitel nennen. Mit dem Bild, das Gott lügt. Mit offenen Armen. Und wenn du am angenommen hast, dann preise dem Herrn. Ich freue mich über jedem einen, wer diesen Jesus kennt. Aber dann werden wir dort diese Leuven ans Strömen lassen, nur die anderen. Und denen dort wieder sei, Gott lügt. Wirst du so lange warten, bis Gott abhielt? Werden wir diesen Urreich rüberbringen? Und du jährt Paulus, nun kriegt wieder in den 11. Kapitel, wo er dann sagt, wo Israel ihre Zukunft wird sein. Das geschenkte Gerechtigkeit in der Zukunft Israels. Dass die Schanken, was Israel noch erwarten wird. Nun sagt Paulus, ich will die ersten drei Verse lesen, Römer Kapitel 11. So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit, von der Nachkommenschaft Abrahams aus dem Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er von Gott auf, vor Gott auftritt, wie der Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen mir nach dem Leben. Wie möchte ich einmal, hier sieht das so, Gott ist durch mit Israel. Gott seine Gnade ist vorbei. Und Paulus sagt, hat Gott nur Israel wirklich zu sie gestartet? Wenn er sagt, die sind immer weit bloß gehen mir. Ich hole meine Arme auf und die sind bloß gehen an. Meine Ohren sind ausgestreckt an ein Volk, das jeden an ist. Ist das dann auf einmal vorbei? Und er sagt, nein. Das ist nicht so, dass Gott Israel verschmiert hat. Und dann hat Paulus nur einmal auf sich gewiesen. Er hat nichts so erlebt. Nun sagt er, ich sehe ein Israelit. Check dir mal, was wir mein Leben. Ich wie einer, der ganz 100% jeden Gott ging. Ich die Christen gefangen nehmen, ich Leute anbringen. Und dann der da träge und dann sagt, ich sehe ein Nachkommen von Abraham. Ich sehe verwandt mit Benjamin. Und kriegt diese, wie die Israeliten, ein echter Israelit, der Sturm, wenn er Gott versprochen hat, dann sagt er, du und Tschei, Gott hat dort nicht verschmäht sein Volk. Sondern ich sehe zum Glauben kommen an diesen Gott. Und dann der da das Bild abheben von dem Alten Testament von Elia. Und wie tschei vielleicht die Geschichte? Elia, weil er herangeht für den Baal-Priester durch. Er hat sich eine große Schuhe angebracht. Und dann lässt er ran für die Früh. Er hat sich einmal Angst. Er stürzt gut. Und dann hat er Gott beschuldigt. Du hast mich ganz allein gelassen. Ich bin allein neben dir geblieben. Du hast rein keiner mehr. Und Gott sagt, nein, so ist das nicht. Und das sagen wir in den 4. Vers, wo die göttliche Antwort wird. Ich habe mir übrig bleiben lassen, 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Gott sagt, du bist nicht allein. Und sind eigentlich du nicht auch manchmal in dieser Leben
Und vielleicht kriegt von dir, wo wir fehlen, Gott seine Allmacht. Er ist nicht eine Allmacht. Wir kommen vor diesen Gott und sagen, wo bist du? Du bewiesst dich nicht als ein allmächtiger Gott. Ich sehe allein. Du hast nicht ein Mensch auf dieser Erde, wie er mich versteht. Gott, ich sehe allein. Er kann deine Allmacht nicht feilen. Und Paulus sagt, und doch bist du nicht allein. Dies Gott, wenn er ein Ziel gesagt hat, gnädig zu sein, in seine Arms aufhüllen wird, er wird der gnädige Gott, er ist der gnädige Gott und er bleibt der gnädige Gott, was er war erkannt. Du sagst, der Beispiel von Elia sagt, Gott hat 7000 Stück übrig gehüllt. Der hat nicht ihre Knie für diesen Ball geknallt. Und so ist es auch von dir im Leben. Wenn du fällst, du bist total verloren einmal, Gott hat dich nicht verloren. Und der zweite Worte ist, du sind gläubige Menschen auf dieser Erde, du bist nicht allein. Das hilft dir nur gläubige Dinge, wenn du die mit dir in Partie kriegst, das Lied auch durchgehen, vielleicht, wo du durchgehst. Wo du nicht mehr rot weißt, wo du Hand saß. Und du fällst, Gott hat dich verloren. Elia wird dir trösten an, dass er nicht allein wird. Ich will wieder lesen, was Vers 10 durch. So ist also auch jetzt in dieser Zeit ein Rest übrig geblieben nach der Auswahl der Gnade. Ist aber aus Gnade, so ist nicht mehr aus Werken, sonst würde Gnade nicht mehr Gnade sein. Ist aber aus Werken, so ist nicht mehr Gnade, sonst wäre Werk nicht mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, das erlangt es nicht. Die Auserwählten aber erlangten es, die übrigen aber sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lasst ihr Tisch zu einer Schlinge werden und zu einem Fallstrick und zum Anstoß und ihnen zur Vergeltung. Verfinstert sollen ihre Augen werden, dass sie nicht sehen, und ihr Rücken beuge alle Zeit. Versass, tja, wie klar erkenne, dass Gott sei, dass die Genot soll immer Genot bleiben. Dass wir nicht vertuschen mit dem Verdienst oder mit dem Recht. Gott seine Genot bleibt Genot. Das wies uns da an, dass Gott allein den Heilsplan in der Hänge hat. Ich und du haben nichts mehr zu tun mit der Radung. Unsere Sicht ist, dass ich das zu Jesus sage, ich nehme das an. Dankeschön. Mehr habe ich nicht zu tun. Und Gott seine Gnade ist nun nach Krieg so oben, die Vers 7 und 8 sagt, die Sachte empfangen dort nicht. Aber wie weit das wäre nicht alle so? Israel sagt, aber die sagt einen herrschenden Messias. Die sagte nicht nur einen Radar, wenn er irgendwo nie Leben schenke, sondern Israel sagte einen König, wenn er ein Friedmerker wird von den Römern, und sie wurde gewollt haben über die ganze Erde, sie wurde die Macht haben. Gott hat Israel erwählt, um ein Porte zu sein von dieser Heilsgeschichte. Sie sollen uns das Evangelium verdrehen, sie sollen uns verleben. Und Israel sagt auf eine falsche Weise. Und das darf dann zwar wahr sein, dass denke, Israel ist nicht ausgelastet und Gott seine Ehe. Sondern Gott sagt, du hast den Rest. Und du steht Paulus auch bei. Das Rest ist nur noch gerade so. Menschen aus Israel, Juden, die kennen zum Glauben kommen, aber das sind Einzelne, sei wie. Und man diese Einzelne wie Paulus einer mag. Die nehmen diesen Jesus zum Glauben an und haben ihn gesehen. Andere sagt er, die wurde kalt. Wenn es Wort, weil er den Erdentje nicht nennen kann, da hat wir ganz in dem ersten Kapitel. Das Dentje von der Menschheit lange von Gott weich und Gott leute an diesen Weich gehen. Das hat uns sehr klar an einem Bild wiese, wann wir tjane alle vielleicht Kirche oder so. Wann immer das am Vier bleibt, dann bleibt das auch heute. Nehmen wir dort Weich, dann wird das kalt. Israel ging von der Gegenwart Gottes weich. Und das möchte ich vor allem im Alten Testament, wo die dann im Buch kommen,
Und der Bursche fängt zu brennen und so zu regen. Und dann sagen sie zu Mose, wir wollen nicht, wir wollen nicht. Red du mit Gott und sei bloß ans, was Gott an dir gesagt hat. Israel will nicht mal in die Gegenwart Gottes sein. Sie sehen sich Gott auf. Sie sehen, nee, wir wollen nicht. Wir wollen nicht, dass Gott uns redet. Meint, wir wollen von den Vertieren denken, da werden wir. Und wir können vielleicht nicht hier in Bolivien sein, wenn ein Bursch mit so einer Lava durchspielt. Das ist ganz dern. Das schält Kilometer manchmal. Aber erst das vier einmal weich. Der Wort hart als Stein. Und da ist das Volk Israel. Nicht, wenn wir nicht bloß auf Israel checken, sondern der Tagswort uns Luther auch auf uns anwiesen. Israel ist kalt geworden. Woran? Weil sie mit Gott spielte. Nun ist meine Frau auch ein Ans von dir. Welche Stunde erkennt du dann gehen über diesen Gott? Denk, wie auch bloß so gleichgültig an Gott nun. Gott wird in jeder Hölle. Hey, was kannst du nicht nehmen? Dann stehen Ecken du in dieser Jahr vor, ein Lava-Bursch zu werden, wo nicht mehr unterschliepen wird. Kalt zu werden für diesen Gott. Und wenn wir unsere Ohren aufmerken für diesen Gott und hören, was er uns sagen will, damit wir nicht auf einmal werden, so eine kalte Lava-Klampe werden, wo nichts mehr unterfangen ist. Weil wir an der Vier blieben, und Jesus Christus, damit wir Bebohr sind, Brückbohr sind für ihn in seinem Reich. Vers 9 und 10 fangen wir auch im Alten Testament und im Psalmen, der David dort sei. Der David sagt, lot er dich zu einer Schlange geworden und zu einem Fallstrick, Israel. Und im Dich kommt und sagt, du fühlt man sich geborgen, du wird man gesättigt, du erhält man sich. Du kommst und sich verteilen, du hast Gemeinschaft. Nun sagt David, lass dort über Israel kommen, dass das Wort ihre Angst und ihre Nöte sind. Warum? Weil sie Gott sind, die sich verloren haben. Und ich denke immer, wahr, wie brücke dort? Wenn wir nicht mit Gott leben, dann brücke wir Krieg dort, dass uns einer der, wo wir glauben, wo alles so Geld geht, ans Fleisch leben, da brücke auch einmal in diese Schleine zu kommen. Und dann wieder Mordje. Wir kennen nicht uns selbst. Und David wünscht sich dort. Nicht, dass er je in Israel wird, niemals. Sondern er will, dass das Volk erkennt, Jesus ist der Rader. Er sagt, lot er dich nicht mehr in Gerüt gefällt sein, in der Gemeinschaft, sondern lot er dich in der Angst und in der Not sein. Israel war zum Sklave von der Sünd. Vers 11. Ich will wieder lesen. Vers 10 sagt er nach der Ehre Ehe, soll er dieser werden, dass sie nicht seine in der Rege, soll die Bäume seine alle Zeit. Und kriegt das seine es, sie sind partout gekommen, wo sie das Wort Gottes nicht mehr erkennen können. Und sie gehen in die Bäume und ja diese Lust, sie sind gefangen und sie kennen nicht. Dann Vers 11 wieder, aber 18 durch. Ich sage nun, sind sie darum gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil zuteil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Schaden der Reichtum der Heiden, wie viel mehr ihre Vollzahl? Mit euch Heiden rede ich, denn weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich meinen Dienst. Ob ich die, die mein Fleisch sind, zum Nacheifern reizen und etliche von ihnen erretten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ist aber das Erstlingsbrot heilig, so ist auch der Teich heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber etliche von den Zweigen ausgebrochen sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie eingepropft und teilhaftig geworden der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber wieder sie, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ich mache einmal von den Vers 12 wieder, da der Paulus nicht mehr so auf den Israeliten zu Dreck gekommen sei, dass er hier Israel als so weit war, sondern hier dreht er doch mal rum und sagt, Israel ihre Niederlage,
dass sie bei Gott nicht vorbeigegangen sind und kommen und sagen, dass sie einmal nicht angenommen haben, dort ist der andere Fülle geworden. Verstehen wir den Unterschied? Israel ist kaputt gegangen und kommen und sagen, dort hat eins abgebildet. Wie wird das dann sein, wenn Israel abgebildet wurde? Wie wurde das schon gegangen, denke ich, und ja Israel? Ich sage einmal, wenn Israel diesen Gott wird erkennen und der würde in der Welt nennen, gehen und missionieren, wir würden mit offenen Mund durchstehen und nicht weiter, was wir sagen sollen. So weit würde der uns übertrafen in all dem, was Gott für uns will. Und dort kann ich verstehen, wie hier Israel erhandvoll ist nicht, du wenn dort Gott eine neue Hand schmiede, der mit flieht, sondern er ist uns zu der Fülle geworden. Am dort wie können? Meint wir, ich sage dir ein Bild, Berne, Gott, er kommt Israel entgegen mit einer vollen Hand, voll Geschenke, voll Gove. In Israel tragt drei. Wie, wo wir kein Recht haben, wie stünden du, in uns fallen dann hin. Wie wären nutzlos für Gott. Nicht, da halten wir nicht für Gott. In uns fallen dann hin, weil Israel drei tragt. Und du, der Gott, uns nicht durch dir geschenkt, seine Güte wiese. Israel erhandvoll als Jünd, Tadal geworden. Ein Geschenk Gottes. Und wir wollen da noch ein bisschen tiefer hineinkommen. Vers 16 sagte, ist aber der Erstlingsbrot heilig, so ist auch der Teich heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Hier meint wie, wenn der Erstlingsbrot heilig ist, wenn der Teich kommt, wo der Teich bern ist, wenn der Teich heilig ist, oder der Zweiback, dann ist auch der Teich heilig. Jetzt hört ihr nicht anders. Wenn ein Zweiback heilig ist, dann macht er dich auch sein, weil er ist hier von dir gekommen. Und so ist er wie. Wenn wir, du, wenn es hier sind, dass Gott uns ja Rat hat, weil es Israel geben wird, warum soll Israel dann unheilig sein? Weil wir kommen von ihm. In anderen war ich jeftet nicht und ich denke, diese zwei Bilder brücken Paulus hier. Paulus macht deutlich zwischen Israel und die Christusgemeinde. Dann Vers 17 und 18, du sagst, diese Güte, Gott seine Gnade uns, aber Gott seine Ernst uns, was er uns mitteilt hat. Er sagt, sind wie Bläder, was haben wir uns dann nicht zu pochen? Wie wäre vorher wildes Stück? Wenn wir eben nur denken, was ist ein wildes Stück? Erstens fängt wir durch eine Frucht. Zweitens ist ein wildes Stück, kann man sagen, das ist einmal speckrig. Ein wildes Stück ist nicht die Brücke. Da wird meistens aufgehakt und dann wird nach Jeffen abgegoten, damit das nicht wahrkommt. So gut wie mit wildes Stück an. Und dort ist er wie aus Heidenfelke in Gott seine Ehe. Und dann sagt er, wenn wir wildes Stück sind und Gott hat uns Rüte genommen, hat Israel dem Auslös genommen und uns du entgeprobt. Woran würden wir uns dann abheben und sagen, wie sind wir besonders? Wir sind besonders durch Gott seine Gnade, versteht mich nicht arreich. Aber wir können uns niemals ein Bett vertreten und sagen, wie sind wir nicht? Wir sind eine christliche Familie geboren. Sondern Gott seine Ehe spielt das keine Rolle. Wir sind alle übereingelegt. Und hier möchten wir auf einmal, wie aus Heidenfelker, wie Deutsche sind die Herde kreit. Wie wir im Strück, nicht geacht, und Gott hat uns nun geprobt, kann wer von uns sein wird, wenn man Dinge nun proppt hat und bin. Meine Mama, die kann das. Die hat einen Apelzine bin, hat den Greifruch aus nun geprobt, und der drückt seine Greifruch. Aber wer drückt die Suppe von diesem aus? Wer hat dem aus die Kraft geben? Der Apelzine bin. Nur wir in einem solchen Baum, wir zwei Frucht. Und so ist das hier auch gemeint, Israel wird auserwählt, aber sie tragen die Handtree und du hast Gott uns angeprobt. Wie sind durch Israel zum Glauben gekommen? So haben wir dort nennen. Wenn es Israel nicht kauft, dann kauft es uns auch nicht. Und ich denke, das soll uns in solcher Höhe und Wert bringen, uns Gott jeden Tag zu loben und zu preisen für Israel. Gott ständig anzubeten und Fürbitte für Israel. Weil Gott sagte Abraham, wer die Sehne wird, dem wird ich auch Sehne.
Und das sehen wir von dir noch ab uns, wann wir waren für Israel anstunden und für Israel beten. Ich habe mir so abgetekent, wir leben als Christen mit der Wartel von Israel. Uns Christentum ist gewartelt in Israel. Ich will wieder lesen, Vers 19, der 27. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Gut, sie sind ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmutig, sondern fürchte dich. Denn hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wie wird er wohl auch dein nicht verschonen? Darum schau die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Und auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott kann sie wieder einpropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, ausgehauen und wieder die Natur in den guten Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Denn ich will euch, Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unerkenntnis lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug achtet. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so ganz Israel gerettet wird, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das sagte nun Vers 19. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft wurde. Möcht wir hier auf einmal dort ich, dort haben wir verdehlt, wie sind das? Ich sehe das. Die Menschen, die dachten, die sind ausgebrochen damit. Wie sind das? Was haben wir hier von Ruhm, wenn wir möchten, dass das allein Gott seine Gnade ist? Gott seine Gnade allein ist das, wenn er uns zu der Radin bringt und wenn er uns rät. Das steht nicht in unserem einen Wille. Dann, wenn dort in unserem einen Wille stand, dann hat er mich viel Eier betiert. Er kam manchen Tag mit mir kaputt gerührt, aber ich wüsste schon, wie rührt. Du mir sagst nicht, dass Gott hat mir nicht können viel Eier raten. Aber ich fehle das nicht. Ich kann nicht bei dir kommen, wo ich diesen Gott mal erzähle. Dass ich wirklich deib in einem verloren wird. Wo wir in dem Moment kommen, dann fehle ich das auch. Ich kann nicht. Ich kann immer noch nicht. Du, wo ich fehle, Jesus als dich bin, ich bitte mir seine Rade an. Ich kann immer noch nicht. Und ich komme mir so getreten, ich eine Sache, wo ich kaum sehe, mein Wunsch ist, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Aber er kann er nicht. Er kann bloß Amen sagen, Jesus, ich nehme das an. Ich sehe einen Sünder, ohne die ich sie verloren. Aber ich kann nicht in der Pfote nach einem kleinen Schlechtste sagen, hier Jesus, koste Hand. Ich kann mein Wort geben, aber nur durch die Kraft, die er mir geben wird. So, nun meint wie hier auch, da sagt er einmal, nun sagst du, deswegen, die Asse sind rütgebrücke, gut, die sind rütgebrücke um ihres Unglaubens willen. Und dann sagt er, sie nicht hochmutig, sondern wie sie alle viel mehr lehren, Gott der Verrichtendet. Und hier hat die Satan in uns ein Spellbänder, denke ich. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann kommt der Hinger uns und sagt so, nun kannst du dann auch in der volle Freiheit leben. Weil Gott seine Gnade deit alle Sünde her. Du kannst in der volle Sünde werden leben und Gott wird dir gnädig sein ab mir. Brauchst du nicht mehr abhassen. Und hier sagt uns aber ganz was anderes. Liehe Gott fürchte. Wenn du dort weißt, dass du einmal in Villa Böhm wirst, in Struckbarsch, und Gott hat dich den fruchtbaren Böhm gemacht, wo nur Leib, Fried bei den Finger ist, Galater 5, 22, dann fürcht Gott. Weil wenn du Gott nicht fürchtet ist, will ich, wo Gott das Sende von einem Struck und Baum merkt, was die Frucht bringt, will ich, wo das Sende dem Tree einem Struck hinlässt. Und das bringt uns, soll uns bringen, zu der Anbetung Gottes.
Wie soll der Herr Gott sonst nicht das Ammerwara loben und preisen? Gott, ich kann deine Weisheit nicht verstehen. Aber ein verstehe ich. Ich will nichts. Und du hast in mir Frucht gewirkt. Ich kann ein Baum sein, der Frucht trägt, hier auf der Erde. Und ich kann mit dir taub in der Ewigkeit sein. Vers 21 sagt er, da kriegst du, wenn Gott die natürlichen Blätter nicht verschont hat, die Zweige, diese Aste, wird er wohl auch dich nicht verschonen. Wenn Gott nicht die Schuld will, sein auserwähltes Volk, verbiete gönnen ein Heidenvolk, das ist mir und die. Glaubt ihr, Gott wird er nicht anwählen und gönnen Tränen sein Volk? Und wie eine Schwelle von ihm? Und dort hat ein Notruf über uns Rüdrope. Gott hat uns warnen, du gibst eine Zeit, dann wird es für uns nicht mehr diese Lehnheit sein. Weil wir ab diesem Jesus hier geben, wenn er uns rufen wird und sagen wird, dass er uns gnädig ist. Dann sagt er in Vers 22, du ernst wie Gott seine große Gnade sein, seine Güte, und wie kann Gott seine Strenge sein an dich, wenn du gefallen sind, aber auch an dich seine Güte, wenn du das angenommen hast. Und wenn wir die Heilsgeschichte Israels in Bethanien, dass wir sein Volk, aber du, wo Achan seine Sinn verstoppt, seine Goldstangen, seinen Mantel und ihm Zelt durch. Hilft Gott ein Jute? Überhaupt nicht. Fühlst du den nächsten Krieg, wo sie wollen haben, und so sage ich Gott, ernt das Schaff gar nicht. Sei verspielte, die Suche fangen unter Hiele. Gott sagst du ab, du nicht. Du hast Sinn in den Hort. Gott hat ganz ehrens. Und seine Familie, Achan, muss alle Utelage werden. Nicht ja, wie Gott seine Strenge und hier gesagt hat. Will Gott es. Aber an der anderen Seite, wenn er sich demütig und ja Gott bewegt, sei wie immer war, wurde es allmählich wie. Du warst Dinge allmählich. Wenn Mose in den Stein ging, dann schäl Wutter. Wenn Mose mit dem Stock eben mehr lädt, dann dölt sich dort. Wenn David um Goliath noch ging, dann fällt er. Dinge, wo wir nicht seine Tänne wärst, allmählich. Aber wenn wir Gott fürchten, dann hört sich das auf. Ne, der Gnade, was sich uns immer war, auf dann. Das ist der Gott, in dem selben Kreitane lehre, wo er ist. Vers 23. Und auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott kann sie wieder einpropfen. Und ich sagte, Israel, der wird zurückkommen. Gott wird, war eine Tietzene, da wird Israel war ein Trägkommen, in Israel wird verstanden, was die Bibel sagt, und die wird in vollen Glauben kommen an Jesus Christus. Na, wo lehrt er dann, dass Israel nun nicht kann? Er sagt dann, wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur will, war ausgehauen und wieder die Natur in den guten Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Denn ich will euch, Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unerkenntnis lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug achtet. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Er sagt, wann wieder weiter? Dort Israel ist ein Ölbaum, das ist ein Fruchtbaum. Und wie sind auch Strukturen angeplant und dort schafft. Wie viel leichter wird er für Gott sein, den Frucht aus, war er dort hinein, sagte, dass er wieder wird seine Frucht bringen. Und sagt dann, das Geheimnis, weil er uns nicht gerne verstopplote. Und was ist das Geheimnis? Das ist eigentlich der Verstoß. Hält Gott seine Dere up. Ewa der Heidenvölker, aber das soll wird fall sein. Und weißt du, das ist allmählich, wenn du Jesus nicht kannst, dann kriegst du die Frucht best, durch diese Dere durchzugehen. Wenn Gott sagt, ich stehe mit meinen upen Armen, wenn er sagt, Ewa der Heidenvölker, es hat über alle Nationen gemeint. Und Gott sagt, ich lüge, aber der Letzte wird durchkommen. Und das wird toll sein. Israel wird das ewige Geschenk. Israel wird dann die volle Öffnung Gottes kriegen. Und die wird zur Ansicht kommen können. Weißt du, ein Wort von einem Moment, wenn wir Wunsch von Jesus weiterkommen, wenn ich mit diesem Heid könnte im Gebet sein, wenn Jesus weiterkommt. Das ist mein geratster Wunsch, wenn ich mit Stäubler und meine Feind für den Herrn im Dienst kann sein.
Und Jesus auf einmal kommt. Der letzte Heil ist nicht gegangen. Und ich sehe hier. Nun ist meine Frau und Kind. Sei ihr reit. Sei ihr du derisch gegangen. Bestell einer von den Heiden, wo du Banner ist. Wenn du dann fragt mich. Weil ich sehe auch einer von dir, wenn du Gott seine Gnade, du derisch erlebt hast. Aber wenn nicht, dann will ich die mitmachen, komm dann. Gott steht. Und er lehrt. Matthäus 11, 28 sagt, komm. Jeder einer, wer bedreht das, komm. Ich lehre. Und wer wird diese Gelegenheit ihr ins Nehmen? Euer, das Hohe wird voll sein. Und Jesus wird hier sein für uns. Und das ist der Geheimniskrieg. Sagen, so wird ganz Israel, wenn der wird gerat worden, würde geschrieben steht in Jesaja 59, 20, es wird kommen aus Zion der Erlöser und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ich will nur nicht sagen, hier, wenn er sagt, dass Israel wird ganz zum Glauben kommen. Dass jeder Israelit wird gerat worden, don't wer das ist. Ich denke, krieg so, mit jeder Israelit, das sind Jesus erkannt. So lehrt uns die Bibel dort, anders kann er nicht gerettet werden. Und wenn du ein Israelit mank würdest sein, dann würde diesen Jesus nicht anerkennen. Auch wenn er nach Wara kommt, wird er auch nicht gerettet sein. Ich lade das ab. Und ich will hier nicht sagen, ganz Israel wird gerettet sein. Wer immer Israelit ist, wer immer auch tot ist und je in Gott gelebt hat oder nicht. Du willst nun nicht hier diskutieren, aber wie sein Gott, was er versprochen hat, hält er. Er sieht, ich will mich über Israel erbarmen und er wird. Wir können nun anbetend und staunend warten, wo wird Gott handeln. Für mich ist das so eine dürre Geschichte, wo ein unglaublicher Mensch hat konnte im Glauben kommen, ein Struckbaum, und er konnte checken, wo wird Gott mit Israel tun. Mir hat das so eine Deut befreit, weil du legst so eine verborgene Sache bei, wo wir nicht verstehen, aber er konnte miterleben. Gott wird mit Israel wunderbar zum Ende kommen. Und das war eine Sache, wo uns verstand, nicht handeln kann. Wo sind bloß Gott seine Wege. Und ich glaube, das sind Bilder, wenn Gott bewusst du Hand gesagt hat, damit wir begriffen können, wie können uns selbst nicht helfen. Dann wir brücken einen, der uns zurückhalten wird. Er sagt dann in Vers 58, 32, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euren Willen, nach der Auswahl aber Geliebte um der Väter Willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt durch ihren Unglauben, so haben auch jene nicht geglaubt wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Unglauben, damit er sich alle erbarme. Sag ich nur den Evangelium, nur, sind das Feind. Und ich verstehe das so, wie kann er nicht sein, wenn Israelit denken, der Gott ja in Eva. Außerdem, wie hat das Evangelium gehört? Wenn wir zum Glauben kommen und diesen Jesus Christus, dann erfahren wir auf einmal, wo Israel über Gott denkt. Wo sie gesonnen sind, der in Gott. Und wie manche dort sie Feind sind. Sie können nicht in Kontakt kommen mit diesem Gott, so ist er denkt, so ist er sein nur ist. Sondern Gott hat ihn vor der Hölle. Und er ist vorbeigegangen und hat uns die Chance. Nun sagt er, nach der Auswahl, ob er sind das Geliebte. Warum? Wie Vater Abraham, wie ein Geliebter, wie ein Freund Gottes. Mose, wie ich sage, der wie ein Geliebter, der wie ein Freund Gottes. Sei wie der Auserwählte, sei wie die Leute von Gott. Aber wenn wir die Bibel erkennen, manchmal sind sie Feinde Gottes. Sie wäre reute sei, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Nun sagt er, Gott hat gute Ausgedeutung in Israel und antwortet, dass niemand leid war. Du und ich habe verstanden, dass wir keine Rümen haben in Israel, sondern uns zu demütigen, unsere Ernte stahlen und viel Ernte, um die Beerernte stehen bei Gott. Sondern wie drehen nicht den Stab der Wahl. Israel dreht dort. In Israel wird das auch wird in alle Ewigkeit drehen. Dann sagt er, der letzte zwei Versen, 31, 32. So habe Jane nicht geglaubt, wegen der Barmherzigkeit, der Jünd war er vor es,
damit ich seine Barmherzigkeit kriege. Denn Gott hat alle an die Schlüsse. Israel glaubt nicht, ans erste Barmherzigkeit wieder vor. Denn Israel glaubt auch nicht an diese Barmherzigkeit, damit sein Unglauben sind, dass Gott sich ernt auch erbarmen kann. Wir sind alle im Unglauben an die Schlüsse, damit Gott sich über alle erbarmt. Und hier wird er noch einmal nennen, da ist keiner, wer dir gerecht ist. Da ist keiner, wer nach Gott fragt. Da ist keiner, wer dir verständig ist. Sie sind alle abgewichen. Und ich denke noch wie im 3. Kapitel der. Und dort kommt hier noch einmal, Gott hat in jedem einen in diesem Unglauben angeschlossen. Wir sind nicht fähig. Und heute hat sich in jedem einen erbarmen. Israel, der Jude, so auch der Heidenvölker, wenn der Eichen du von dir sind. Dann der letzte Eng von dem Kapitel 33, was saßen da dich. Du sei wie so ein Lobpreis von der wunderbaren Weh Gottes. 33. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Nun sagt Paulus zum Eng, 33 sagt er, wer will Gott loben? Wer hat diesen deupen Reichtum erkannt in Gott? Und ich denke, anstatt der Kreis an mir oder so, ich kann Gott seine Wege und das nicht verstehen. Israel, wenn er nicht will von ihm, der wird sich trainieren und der wird zum Glauben kommen. Wie, wenn er anders probiert in seine Ehe, sonst haben wir das in der Schuld gelegt. Und wir können bloß glauben, dann haben wir das. Wie arbeitet Gott so? Das sind Gott seine Wege. Wie unerforschlich sind Gott seine Wege? Und das soll uns noch mal dazu bringen, Gott, ich bete dich an. Ich kann hier nicht so ein Beten anschicken und ich kann hier nicht antworten, deine Wege. Und dort sagt der Krieg Ut in Jesaja 40, 13, wer hat den Sinn von unseren Herrn erkannt? Wer ist ein Rotgeber, was für ihn? Wer kann ein Rotgeber, du hast die Welt so ein klein bisschen anders schmecken? Ich meine, wenn wir uns vor der Hand sagten, wir würden vielleicht noch fehlen, heute zu beten. Aber würde das dann funktionieren? Wir würden mit der Tischlohne näher, oder nicht? Weil uns Sinn haben eng. Wir sind vergänglich. Und Gott ist ewig. Wenn wir irgendwo von uns verstand und uns denken, und Gott ein Beten anleihen, das hat alle eng, das ist der. Gott sein Denken ist ewig. Und du hast die größte Unerschöpfung. Und dort sieht Paulus hier, sagt auf einmal, welche tiefe Erkenntnis Gottes, wovon deuper Sehen liegt die Berne, in der Weg von unserem Gott. Und dann sagt er, seht hier ab, oder wer hat ihm etwas zuvor vergolten, dass es ihm wieder vergolten werde? Tja, wie Gott irgendwo durchstahle, irgendwo schenke, dass er wie am Schuldig merke, nur was er anzuwort gebe, was Gott vorher nicht gewusst hat. So was schafft er nicht. Sondern Gott ist ein herrlicher Gott, ein gnädiger Gott, ein gütiger Gott. Mit einem Tevi nicht 100 Meter, mit einem Tevi nicht verhandeln, wenn du dich so willst, dann wirst du dich halt so. Sondern Gott ist allmächtig. Saßen da, ich sagte dann diese Punkte hier: von am, derch am und tö am sind alle Dinge. Wo stehst du mit deinem Leben? Weißt du dort, dass du von am bist? Weißt du dort, dass du derst am bist? Und dass du am dir hörst, dass du zu ihm bist? Wenn du dort erkannt hast, dann kannst du nicht anders als diesen Gott loben und preisen. Und du wirst ein Dank erfüllt Leben haben. Weil dort Gott jaft, von am sehe ich, derst am sehe ich und für am sehe ich. Hast du das allein genommen? Oder lehnst du das auf im Leben? Und ich will dir Mut machen, Gott steht nach Krieg durch mit seinen Armen von dir. Und ich will, dass du ihn annimmst. Dass du das auch mitteilen kannst, von ihm und durch ihn und für ihn, sie hat auch gemerkt. Muss Gott dich sehen. Ne? Und ich will, das Hauptfoto waren drei Punkte.
was wir hier bei Säune, Gott stellte sein Wort. Gott hat dem Volk Israel gesagt, ich will mich nicht erbarmen, und da wurde auch so bleiben, was um ein. Die Geschichte hat mit Israel angefangen, und die wurde auch mit Israel abhören. Gott hält sich an sein Wort. Auch wenn er nun im Moment so sitzt, Gott seine Allmacht ist verschwungen. Und wenn Elia auch dachte, ich sie allein, Gott seine Allmacht regt nicht mehr Eva. Auch wenn du von dir denkst, Gott, wo bist du? Ich komme nicht durch, und ich sie allein. Sollst du weiter, Gott hält sich an sein Wort, er ist treu. 2. Timotheus, denke ich, ist ein 2. Kapitel. Ganze Lehre, Vers 13, macht das Sinn. Du sagst Paulus zu Timotheus, wenn wir alle andere waren, Gott bleibt treu. Und so ist das hier auch. Gott hält sich zu seinem Wort. Der 2. Punkt ist, Gott kommt zum Ziel. Und wenn wir das hier bei sein, Gott kommt zum Ziel mit Israel, und wenn er sagt, dass der letzte Heiden endgegangen ist, dann kostet das weiter, das Wort zu passieren. Gott kommt am Ziel. Und der 3. ist, ich kann du, wir können am bloß anbeten. Wir können seine Wege nicht verändern und wir können nichts zu tun, nichts zu beleihen, sondern in Dankbarkeit am Annehmen und anbeten. Und wir werden seine, weil Gott sein wunderbares Handeln wird wiedergegangen. Und zum Schluss habe ich doch sagen, und doch dreht Gott sich nur ans. Ihm sei alle Ehre, sagt Paulus.